Es gibt ein Verbrechen, das so unaussprechlich ist, dass es nicht einmal in den 10 Geboten erwähnt wird. Haben Sie schon mal gehört, was die Leute zu Vater Lords Tod sagen? Ich bin derjenige. Ich verstehe nicht. Ich bin derjenige. Weil er zum Schweigen verpflichtet ist, muss Vater Kessler das Geheimnis allein aufdecken. Schwester wurde nicht vergewaltigt. Nichts wurde gestohlen. Keine Spuren eines Einbruchs. Er muss den Mörder finden. Doch er hätte nie gedacht, dass dieser Albtraum immer grauenhafter wird. Warum tun Sie das? Ihretwegen. Wenn Sie das Beichtgeheimnis verletzen, dann zerstören Sie die Kirche. Aber er wird die Menschen alle töten. Wir müssen die Seele retten, Bob. Nicht das Leben. Kommen Sie, Bob. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe nichts zu sagen. Und was wollen Sie? Hilfe. Wenn Sie hier ruhig zusehen wollen, wie Ihre Freunde dabei draufgehen, das geht mich nichts an. Aber jetzt werden auch meine Leute getötet. Und die sind nicht ganz einverstanden mit ihren kleinen Beichtgeheimnissen. Wollen Sie, dass ich Ihnen aus dem Kirchenrecht vorlese? Ich weiß, was drin steht. Hier ist es nicht anwendbar. Komme ich ungelegen? Ja, Sie kommen ungelegen. Schwester Margaret Mary, sehen Sie mich an. Sie Angst, Vater? Ja. Donald Sutherland, Charles Durning, Belinda Bauer in The Rosary Murders. 7 Menschen mussten sterben, weil er gelobt hatte zu schweigen.